Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Sissels. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ihr seid sicherlich sehr erstaunt, dass dieses Video gerade aufgepoppt ist. Ihr habt 100% nicht mit mir gerechnet, weil es einfach schon sehr, sehr lange her ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel reden oder jetzt erklären. Ihr habt lang genug gewartet und wartet jetzt auf das Video. Aber ich hoffe dennoch, dass ihr alle gesund seid, dass es euch und euren Familien gut geht. Ich weiß, ja, die letzten Monate oder das ganze Jahr war für viele von uns nicht so einfach. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ihr alle gesund seid, dass es euch mental auch gut geht. Und ja, lasst uns gemeinsam dieses Jahr zu Ende bringen. Lang ist es nicht mehr hin. Uns an die Regeln halten und füreinander da sein. Im heutigen Mystery geht es um den unglaublich schockierenden Mord an der 43-jährigen Amy Allwine. Wundert euch bitte nicht, wenn ich in diesem Fall, wie ich es sonst eigentlich immer Tour, einige Daten nicht nenne, also so wie wann was genau passiert ist, also das Datum oder das Alter einer Person. Es wurde nicht wirklich viel preisgegeben. Amy lernte ihren späteren Ehemann Steven auf dem College kennen. Beide verstanden sich auf Anhieb sehr, sehr gut. Sie hatten sehr viele Gemeinsamkeiten, sei es Sport, die Musikrichtung, weitere Hobbys. Es gab aber eine Gemeinsamkeit, die für beide sehr, sehr bedeutsam war, und das war ihr Glaube. Beide waren Mitglieder der Grace Communion, auch als Worldwide Church of God genannt. Und das ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die vor allem in Amerika vertreten ist. Sie wird von sehr vielen kritisiert und ich bin ehrlich, ich habe so ein bisschen Research gemacht und ich persönlich habe dagegen jetzt nichts Schlimmes gefunden. Aber es gibt ja immer Kritiker, besonders wenn es zur Religion kommt, und ich finde, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber anscheinend gibt es da viele, die das sogar eher wie eine Sekte sehen. Auf jeden Fall heirateten Amy und Steven, nachdem sie ihren College-Abschluss in der Tasche hatten. Ich glaube, sie müssten so in ihren 20ern gewesen sein. Daraufhin zogen sie nach Cottage Grove in Oregon, da wo auch Amys Eltern lebten, um ihnen einfach auch näher zu sein. Amy arbeitete als Hundetrainerin und Steven war IT-Spezialist. Nebenbei war er aber auch Ältester in ihrer Gemeinde, also er predigte in der Kirche. Steven war in der Kirchengemeinde sehr angesehen und respektiert und Amy war sehr, sehr stolz, dass ihr Ehemann in der Kirche predigte. Die Allwines blieben nicht zu zweit, nach einigen Jahren adoptierten sie einen Sohn. Eine sehr glückliche, erfolgreiche, religiöse Familie, viele Freunde, in der Community positiv bekannt. Doch Anfang 2016 war Amys lebensfreudige, glückliche Art nicht mehr wirklich echt, nicht authentisch, sondern teilweise krass gespielt. Die Familie hatte nämlich einige Dinge erfahren, die sie schockierte und vor allem in Angst versetzte. Und von diesem Geheimnis wussten nur sie und die FBI. Freunden oder Familien hatten sie nichts davon erzählt. Das FBI hatte seit mehreren Monaten mit Hackern zusammengearbeitet, um eine gewisse Darknet-Webseite auszuspionieren und sie anschließend aufzulösen. Und diese Darknet-Website nannte sich Bessa Mafia. Bessa Mafia war eine Internetseite, die Auftragskiller anbot. Die Hacker, die mit dem FBI zusammenarbeiteten, entdeckten auch eine Namensliste von den geplanten Opfern. Und auf dieser Liste stand auch der Name Amy Allwine. Und das schockierte die Familie natürlich auf einem ganz anderen Level. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kam Amy auf diese Liste? Wer hatte sie so krass auf dem Gewissen? Da das Ganze sich im Dark Web abspielte, war es ziemlich schwer, weitere Informationen herauszufinden. Jedoch war der Username der Person, die diesen Antrag aufgab, Dog Day God. Dog Day God wusste aber sehr, sehr viel über Amy Bescheid. Bei seinem Antrag gab er Informationen wie, wo Amy arbeitet, wo sie wann ist, wann sie höchstwahrscheinlich allein zu Hause ist, welche Routen sie fährt und, und. Zusätzlich sendete diese Person ein Bild von Amy an diese Leute. Und wie gesagt, das Ganze ist nicht umsonst. Diese Leute muss man für ihre Arbeit zahlen. Dog Day God zahlte Bitcoin im Wert von 12.000 US-Dollar. Im Darknet zahlen Leute häufiger mit Bitcoin, weil das eine Zahlungsmethode ist, die man nicht nachverfolgen kann. Also man kann dann nicht einsehen, okay, das kommt von diesem Konto oder andere persönliche Informationen. Man wusste sonst wirklich nichts über diese Person, außer
dass sie Amy sehr, sehr gut kennen muss. Das Ganze war total unvorstellbar und auch unlogisch, da Amy eine sehr ruhige, unauffällige Frau war. Keine Feinde, zumindest wusste sie von niemandem. Sie hatte mit niemandem wirklich Streit. Sie war kein Gangmitglied. Sie hatte keine verrückten Ex-Freunde. Ich glaube sogar, dass Steven ihr erster Freund war. Ich bin mir da aber nicht sicher. Sie hatte niemandem Schaden getan. Sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass sie ab diesem Zeitpunkt Todesangst hatte. Angst um ihr Leben und das Ganze sie extremst einschüchterte. Sie vermied es, alleine zu sein, änderte ihre Routinen und Dinge, die ihr richtig Spaß machten, so wie Spaziergehen, Freunde treffen, reduzierte sie stark. Steven als Ehemann und Vater wollte seine Familie natürlich beschützen und holte sich deshalb 3 Pistolen für den Notfall. Sie kauften sich auch mehrere Überwachungskameras, die um das ganze Haus platziert waren. Es vergingen auch einige Monate, die ziemlich ruhig verliefen. Zum Glück passierte nichts. Amy war immer noch gesund, munter und am Leben. Aber ihr wisst selber, dieses Video wäre kein Mystery-Video, wenn jetzt kein "Aber dann kam der" kommt. Aber dann kam der Morgen des 16. November 2016. Amy wachte mit sehr, sehr starken Kopfschmerzen auf. Seitdem sie davon wusste, dass sie in Gefahr ist und der dazugehörige Stress einfach, litt sie unter Migräne. An diesem Morgen waren ihre Kopfschmerzen aber besonders stark. Deshalb fuhr Steven sie zum Arzt. Vorher brachten sie aber den 9-jährigen Sohn zu den Großeltern. Nach dem Arztbesuch waren Steven und Amy allein zu Hause. Amy war überwiegend im Bett und war sich am Ausruhen und am Schlafen. Steven war so ein bisschen am Arbeiten und hatte sich natürlich um Amy gekümmert. Kurz vor 18 Uhr verließ Steven das Haus, um den gemeinsamen Sohn wieder abzuholen. Und auf ihrem Heimweg waren sie kurz zu einem Restaurant gefahren, um entweder dort zu essen oder dort einfach nur das Essen abzuholen. Ich bin mir da nicht sicher. Gegen 19 Uhr waren sie wieder zu Hause, woraufhin der Sohn eine sehr, sehr schreckliche Entdeckung machen musste. Der 9-Jährige war zuerst in das Haus reingegangen und wie es Kinder immer so tun, direkt zu Mama. Er wusste wahrscheinlich auch, dass es ihr nicht gut geht und wusste, dass sie im Schlafzimmer ist. Leider sah er seine Mutter auf dem Boden im Schlafzimmer, blutverschmiert und neben ihr eine Waffe. Steven kam direkt dazu und wollte sofort seinen Sohn da wegkriegen. Er sollte das Ganze nicht sehen. Im Wohnzimmer rief er dann sofort die Polizei an. Ich werde jetzt das Gespräch mit dem Notruf zusammenfassen und auch nicht alles einblenden, aber euch das Vollständige unten verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal anhören. 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Does she still have the weapon? I don't know. We just got home. Did she, sir, do you know if she was breathing at all? I don't. I just got back from dinner. I don't know. I don't know. Are we going to remarry? I don't know, bud. Einige Minuten später war dann auch die Polizei und die Spurensicherung vor Ort und sie bestätigten leider den Tod der 43-jährigen Amy Allwine. Amy hatte eine Schusswunde an ihrem Kopf. Es ging auch sofort los mit den Ermittlungen. Steven, seinen immer noch sehr aufgebrachten Sohn, Nachbarn wurden befragt, das ganze Haus wurde untersucht und dabei fiel den Ermittlern einige besondere Dinge auf. Am Haus gab es keinerlei Einbruchsspuren und im Haus fand man keine fremde DNA-Spuren oder es fehlte auch nichts. Nichts Wertvolles oder Geld, nichts. Auf dem ersten Blick sah es wirklich so aus, als hätte Amy sich das selbst angetan. Aber wenn man mal genauer hinschaute, sah es etwas anders aus. Amy war Rechtshändlerin. Die Waffe fand man jedoch an ihrer linken Seite. Die Schusswunde an ihrem Kopf war wiederum auf der rechten Seite. Wenn Amy den Schuss selber abgegeben hatte, hätte es so aussehen müssen. Ich will das nicht ganz genau zeigen, aber sehr umständlich. An ihren Händen fand man kein Ruß- oder Schusspulver und das gibt einen Schuss eigentlich immer ab. Besonders auffällig war, dass im Schlafzimmer und in dem Flur es so aussah, als hätte man einige Stellen sauber gemacht. Also das müsst ihr euch so vorstellen,
hier war Blut, hier dann wieder nicht, hier war Blut, hier dann wieder nicht, hier war Blut, dann hier wieder nicht. Also ganz, ganz komisch. Und an den Stellen, wo kein Blut war, sah es sauber geleckt aus. Aber mit dem bloßen Auge kann man das nicht zu 100% sagen. Deshalb benutzten die Spurensicherung Luminol. Das ist dieses bläuliche Licht, was ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Unter diesem Licht konnte man dann zu 100% sehen, dass die Stellen, die sauber waren, vorher Blut hatten. Und mit dem Luminol konnte man dann auch einen blutigen Schuhabdruck finden. Amy war ganz sicherlich nicht von den Toten auferstanden und hat da erstmal sauber gemacht. Es muss jemand anderes im Haus gewesen sein. Die Ermittler waren sich am ersten Abend schon ganz, ganz sicher, dass Amy sich nicht selbst das Ganze angetan hat, sondern ein anderer. Sie begannen mit den Ermittlungen und wussten natürlich auch von dem Auftrag, der da im Darknet aufgegeben wurde, und nahmen das Ganze auch sehr, sehr ernst und sahen diese immer noch anonyme Person als womöglichen Täter. Jedoch wollten sie nicht nur in diese Richtung schauen, sondern in allen möglichen Richtungen. Aber auch da kamen sie leider nicht weit. Sie nahmen alle Familienmitglieder unter die Lupe, Freunde, die Nachbarschaft, aber keiner kam in Frage. Das Haus der Elwines hatte zwar sehr, sehr viele Überwachungskameras, aber in diesem Fall war keine einzige Aufnahme hilfreich. Es gab keinen einzigen Zeugen, zumindest hatte niemand etwas gesagt. Keiner hatte etwas gesehen, gehört. Die Ermittler untersuchten Amys E-Mails und machten eine sehr merkwürdige Entdeckung. Wenige Monate vor ihrem Tod hatte sie sehr viele Drohungen per E-Mail erhalten. Eine Frau namens Jane hatte behauptet, dass Amy eine Affäre mit ihrem Mann hatte. Amy kannte keine Frau namens Jane, noch hatte sie eine Affäre mit irgendeinem Mann. Diese Jane schrieb ihr trotzdem hunderte von Mails, ja, hör auf, dich mit meinem Mann zu treffen, du hast mein Leben zerstört, ich werde nun dein zerstören, ich weiß, wo du wohnst, ich kenne deine Familie, ich weiß, wo dein Sohn zur Schule geht, ich werde dir das zurückzahlen. Amy und Steven hatten niemanden davon erzählt, auch nicht der Polizei. Wahrscheinlich aus Scham, ich weiß es nicht, vielleicht wollten sie den Ruf ihrer Familie, ihrer perfekten religiösen Familie damit nicht schaden. Aber wie schlimm muss das Ganze für Amy gewesen sein? Erstmal erfährt sie die Sache mit dem Darknet und jetzt kam irgendeine Frau von sonst wo und behauptete, dass Amy eine Affäre mit ihrem Mann hatte. Leider kamen die Mails von einer anonymen IP-Adresse, sodass die Ermittler ja nicht nachverfolgen konnten, von wem sie waren. Man untersuchte Amys Handy, ihr Computer, ihre sozialen Netzwerke. Man fand nirgendwo ein Zeichen dafür, dass sie eine Affäre mit jemandem hatte. Nirgendwo. Die Polizei ging sehr stark davon aus, dass Day Dog God und Jane die eine und selbe Person waren. Leider kamen die zuständigen Ermittler nicht weiter. Sie hatten keine weiteren Anhaltspunkte. Das Einzige, was sie hatten, waren die Geschichte mit dem Darknet und nun jetzt die E-Mails von dieser Jane. Aber alles war anonym. Nach einigen Wochen wurde Steven zu einem Gespräch mit den Ermittlern eingeladen. Er war einfach eine sehr, sehr gute Quelle. Sie erhofften sich aus diesem Gespräch, dass sie neue Dinge erfahren, die ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen. Steven wurde gefragt, ob er sich zu 100% sicher ist, dass Amy keine Affäre hatte. Und daraufhin sagte er zu 100.000%, Amy hatte ihn nicht betrogen. Die Ermittler fragten ihn, weshalb an diesem Abend die Überwachungskamera von dem Haupteingang und dem Hintereingang nicht funktionierte, sagte Steven, dass er sie einige Tage zuvor abgestellt hatte, weil das einfach viel zu teuer ist. Aber dass er sie abgestellt hatte, ist schon sehr, sehr krass. Ich meine, seine eigene Frau war in Lebensgefahr. Zu jeder Zeit hätte was passieren können. Und dann ist auch was passiert. Die Ermittler wollten nicht nur wissen, ob Amy eine wohl mögliche Affäre hatte, sondern wie es auch bei Steven aussah. Und tatsächlich hatte Steven eine Affäre gehabt mit einer Dame namens Michelle. Er kann sich aber nicht ganz genau erinnern, von wann bis wann diese Affäre ging. Aber diese Dame hatte er online kennengelernt und sie auch mehrere Male getroffen gehabt. Amy wusste aber nichts davon. Als die Ermittler das hörten, waren sie natürlich sofort alarmiert.
Wer ist genau diese Michelle? Kann es sein, dass sie hinter diesen ganzen Drohmails steckt? Kann es sein, dass sie die Täterin ist? Steven sagt aber sofort, dass er sich niemals vorstellen kann, dass Michelle mit der ganzen Sache zu tun hat. Also wohl doch nicht so eine glückliche Ehe, zumindest von Steven aus. Man fragt ihn, warum er sich denn nicht geschieden hatte. Warum war er fremdgegangen? Er hätte sich doch einfach scheiden können. Darauf hatte er eine ganz einfache Antwort. In ihrer Religion gibt es keine Scheidung. Man scheidet sich nicht. Und hätte er dies getan, wäre es eine große Sünde. Nach dem zweistündigen Gespräch mit Steven waren die Ermittler sehr, sehr stutzig. Zuvor hatten sie ihn gar nicht als Täter gesehen. Er war gar nicht verdächtig. Aber nach diesem Gespräch sah das Ganze anders aus. Die Ermittler untersuchten alle seine elektronischen Sachen und ihr dürft nicht vergessen, Steven ist ein IT-Spezialist, also das ist total sein Gebiet, Elektronik, Computer und. Also Dinge, die er weghaben möchte, würde er wohl schon wegbekommen haben. Dennoch fand man so einige Dinge heraus. Steven hatte nicht nur eine Affäre gehabt, sondern mindestens drei. Er war auf einer Internetseite aktiv, die extra für verheiratete Menschen sind, also für einen verheirateten Mann oder eine verheiratete Frau, die Affären eingehen wollen, die fremdgehen wollen. Steven hatte mehrere Frauen von dieser Website getroffen gehabt und auch für einige Aktivitäten bezahlt. Der ganze Fall drehte sich um 180 Grad und die Ermittler zählten alle Auffälligkeiten bezüglich Steven zusammen und sie kamen zum allerersten Mal so richtig, richtig zu dem Entschluss, dass er als Täter auf jeden Fall in Frage kommt. Aber damit es zu einer Anklage kommt, brauchten sie natürlich handfeste Beweise, die sie auch bekamen. Steven ist zwar ein IT-Spezialist, aber nicht der Beste, wie ihr schon mitbekommen habt. Er hatte zwar versucht, viele, viele Beweise von seinem Computer und Handy wegzubekommen, aber er hatte vergessen, dass er doch eine iCloud hat, die automatisch speichert. Auf seinem iCloud fand man einen Bitcoin-Code im Wert von 12.000 US-Dollar und an diese Summe könnt ihr euch sicherlich erinnern. Nach sehr intensiver Arbeit von richtigen Computerspezialisten fand man auch heraus, dass die Mails nicht von irgendeiner Jane waren, sondern von Steven selber. Er hatte seiner eigenen Frau diese Mails geschickt. Daraufhin wurde Steven verhaftet und angeklagt. Die Autopsie von Amy erwies, dass sie eine Überdosis eines sehr, sehr gefährlichen Medikamentes im Körper hatte. Und zwar nennt sich das Medikament Scopolamine. Aufgrund der Überdosis dieser Medikamente ging es ihr auch wahrscheinlich an diesem Morgen sehr, sehr schlecht. Steven hatte ihr diese Medikamente wohl heimlich verabreicht und gehofft, dass sie ja an der Überdosis stirbt. Und als das nicht funktionierte, passierte leider das, was passierte und versuchte es so aussehen zu lassen, als hätte Amy sich das selbst angetan. Steven hatte das Ganze dann selbst in die Hand genommen, nachdem er erfuhr, dass Besser Mafia eine Betrügerseite war. Also die Leute haben nur Geld abgezockt. Nach mehreren Gerichtsverhandlungen wurde Steven Elvine am 2. Februar 2018 zu lebenslanger Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Steven beteuert bis heute seine Unschuld. Er sagt, dass der wahre Killer seiner Frau draußen frei rumläuft. Die Staatsanwaltschaft von Washington ist der Meinung, dass Stevens Motiv darin bestand, die 700.000 US-Dollar Lebensversicherung seiner Frau zu kassieren. Das war der Fall von Amy Allwine. Unglaublich, oder? Ich hätte mir gewünscht, dass die Ermittler schon von Anfang an ihre Augen so richtig, richtig auf Steven hätten, weil ich persönlich das Telefonat schon sehr, sehr merkwürdig fand. Steven sah seine Frau dort am Boden liegen, blutverschmiert, und hatte erst nachgeschaut, ob sie noch atmet, am Leben ist, nachdem die Frau am Telefon das zu ihm meinte. Ist nicht das Erste, was man tut? Und was mir auch noch ganz besonders aufgefallen ist, dass er im Telefonat mehrere Male sagt, we just got home, like, dude, darum geht es gerade gar nicht. Aber das ist dieses typische, ich gebe mir jetzt schon direkt ein Alibi. Ich bin erst gerade nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war nicht da. Ich bin erst gerade nach Hause gekommen. Noch eine Sache, die ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. Er ruft an und führt einfach das Gespräch mit der Frau. Also er antwortet einfach auf die Fragen der Frau, ist ja auch alles schön gut, aber kein einziges Mal sagt er, ich brauche Hilfe, schicken Sie einen Krankenwagen, ich brauche Hilfe, kommen Sie sofort. Er fragt gar nicht nach Hilfe. Er antwortet einfach nur auf die Fragen, die die Frau ihm stellt. So, nie kommt
Hilfe, Hilfe, kommt jemand, Hilfe, sonst was. Er wusste ja noch gar nicht, ob seine Frau wirklich tot ist. Ich meine, er hatte erst später gecheckt, ob sie überhaupt noch atmet. Anscheinend war er nicht glücklich in der Ehe. Aber dann so nach dem Motto, scheiden ist haram, aber meine Frau umbringen ist okay. Steven hatte wirklich alles versucht. Erstmal diesen Auftrag im Darknet, dann diese Drohmails an seine eigene Frau, dann erstmal Medikamente und zum Schluss so, it's crazy. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass er jetzt da ist, wo er hingehört, im Gefängnis und das auch für immer. Ja, ist ja auch so ein bisschen umstritten. Viele sagen, es gibt gar keine handfesten Beweise. Kürzlich sagte Steven in einem Interview, dass er im Gefängnis weiter predigt und schon sehr, sehr vielen Kriminellen dazu geholfen hat, Gott näher zu kommen. Was sagt ihr zu diesem Fall? Ich bin schon sehr gespannt. Habt ihr euch das schon von Anfang an denken können, dass er der Täter ist, oder habt ihr ganz anders gedacht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Kommentiert sehr, sehr gerne. Übrigens, schaut mal die Tage auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich werde da nämlich so einiges verlosen und ich freue mich immer, wenn das jemand gewinnt, der mir wirklich schon länger folgt, der mich auf YouTube ja, supportet und nicht jemand, der mir nur wegen diesem Gewinnspiel dann schnell folgt oder kennt ihr das so? Deswegen schaut gerne vorbei und ja, das war's auch. Bis zum nächsten Video. Ciao.